Hallo und herzlich willkommen zu Hallo. Nein, Spaß. Wir spielen ein Spiel, was von Playdead präsentiert wird. Es ist ein Spiel, was von Aaron Jensens oder keine Ahnung, wie der heißt, gemacht wurde. Das Spiel heißt Limbo. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe gehört, es ist ein Horror Jump'n'One oder Grusel Jump'n'One. Keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung, was auf uns erwartet. Deswegen fangen wir einfach an zu spielen. Ich glaube mal, ich schätze, das ist das Intro. Irgendwas liegt auf dem Boden oder ja, zwei Sachen. Ach, ich weiß es nicht. Es fällt Schnee. Geil. Ach, ist ja auch egal. Wir... Oh. Ja, da ist irgendwas aufgewacht. Anscheinend sind wir das. Ich nenne ihn mal Limbo. Wir spielen diesen Jungen namens Limbo. In seinem Abenteuer durch die Limbo-Welt. Ich habe keine Ahnung. Er scheint alleine zu sein. Sehr alleine. Und jetzt laufe ich wieder. Er scheint sehr alleine zu sein. Und bis jetzt sieht es eigentlich hier aus wie so ein normales Jump'n'Run. Ja, ich habe mir schon durchgelesen. Es sind nicht viel Tasten zu... Also sind keine viel Tasten möglich. Links, rechts. Man kann sich ducken bzw. hängen runterhängen. Man kann springen und man kann Aktionstaste drücken. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall spielen wir weiter. Oh, cool. Ja, dann müssen wir mal die Aktionstaste. Und schieben mal diese Kurve. Nicht gerade weit. Ist doch egal. So. Und zack, wir springen hier mal. Kann man eigentlich damit schwingen? Na ja. Wenn da unten kein Gewicht dran wäre, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Vielleicht kann man unten am Gewicht. Nach, ist ja auch egal. Nee, wir gehen lieber da runter. Weiß nicht. Oder warte mal. Passiert was, wenn wir hier einfach runterspringen? Sind wir dann tot? Nee. Was ist da eigentlich? Okay, unser kleiner Freund Limbo from the Shadow, nennen wir mal Limbo Schattenherz oder Limbo Limbo oder Endstille des Kackstuhle Limbos oder ach, was weiß ich. Auf jeden Fall kann das Viech nicht spielen. Hui, und wir klettern hier runter. Was für ein Riesenspaß natürlich heute wieder. Ja, so. Ach, komm, ist doch schon. Upp, und runter. Oh, jetzt wird es natürlich ein bisschen dunkler. Und wir haben ein Boot. Ein Boot ist immer gut. Echte Männer brauchen Boote. Nee. Arr, wir kommen zurück zu Let's Play The Secret. Ach nein. Das war ein anderes Let's Play. Scheiße. Egal. Limbo will wahrscheinlich Pirat werden. Aus seiner Suche in der Ferne ist der Kapitänmann dieses kleinen Schiffes. Das Schiff nennen wir jetzt Titanic. Vielleicht haben wir Glück und es geht auch runter. Ja, nach einem langen Weg durch die Ferne sind wir endlich gestrandet. Wir ziehen hochachtungsvoll unser Schiff Richtung Freiheit oder ins Gras, also, bis uns die Mauer einquetscht. Egal, wir springen hoch, sehr hoch. Und was ist das? Und wir klettern an irgendeiner Ranke, wahrscheinlich sind wir im Dschungel oder was. Und versuchen natürlich... Wuhu! Tarzan zu spielen. Nein, natürlich nicht. Ach, wir sind nicht gestorben, das Schloss. So. Zack. Ich würde sagen, erstmal, wir müssen hier hoch. Und dabei trinke ich mir ein kleines bisschen. Jo. Wunderbar geht es weiter. Wir sind jetzt in einem dichten Wald gelandet. Umgeben von schwarz-weiß Bildern. Schwarz-weiß Licht. Eher weißes Licht. Wow. Ich sollte nicht auf die Landschaft gucken, sondern mal in die zweite Bärenfalle springen. Interessant. Sieht ein bisschen aus wie geschnetzelt, das finde ich. Ist ja auch egal. Kann man die ziehen? Ach, wunderbar. Jetzt springen wir halt zack. Zack. Nein, wir springen doch heute nicht so gescheit.
dann machen wir es nochmal. Wuhuu! Das war eine knappe Bukacke und weiter geht's. Dum, dum, dum. Oh, geile Leiche! Juhu, Mutti! Mutti mag das was. Aber eine hübsche Leiche, ne? Hui, wir spielen mit dem Fliegen. Ah, sehe schon. Warte, 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 warte. Ah, ja, so ist richtig. Hopp, und zack, die Bohne. Ah, herrlich. Herrlich, und der Kopf hängt noch dran. Ah, das waren Zeiten damals noch, wo die Bärenfallen noch mit Körpern gefüttert wurden. Ja, ist schon schön hier. Mhm. Sehr interessant. Ist das ein Baumstumpf? Okay, wir können ihn nicht. Ja. Jo, können ihn schieben. Also gucken wir uns. Oh mein Gott, wir wurden von Rieseneiern umgebracht. Ist ja auch egal. Jetzt wissen wir, was kommt. Wuhu! Hey Eier, komm! Dammit! Sieg für mich! Ja, ja. Hopp. Hopp. So. Ach, eine schöne Lichtung. Ich guck diesmal nicht auf die Ebene hinten. Ich habe gedacht, dass ich in einer Bärenfalle reinlaufe, aber ist doch egal. Ich höre was summen. Ich wechsle mal die Seiten, weil ich will schön aufzuschieben. Ich glaube, wir wollen müssen. Genau. Wuhu. Und, wir schaffen es. Und der nächste Nass, wir sind das Super-Eichhörnchen der Natur. Lass mich raten. Ich fick diesen Baum einfach. Platsch. Das war so episch. Aber auch irgendwie nicht. Was liegt da eigentlich? Jo. Kann man das aufnehmen? Ja, 1 von 10. Was auch immer das ist. Welchen Secrets vielleicht, oder wie vielleicht immer ein bisschen Story erklärt, ich hab keine Ahnung. Haha, geschafft. Wir hatten keinen Hangover, huha. Oh, wie geil, ne? Nein, das ist keine Bienenfalle, das ist eine Baumfalle. Ach, ist doch wurscht. Das ist ein Schmetterling. Und das ist eine Spinne. Schick. Ich würde sagen, sie hat uns. Aber auf jeden Fall wackelt die. Ist da gerade die Bärenfalle runter? Die Baum. Nee, warte mal. Das ist ja eine Maßnahme. Hey, Pussy! Wuhu! It's me, Mario! Wow! Aha, aha, aha. Oh nee, den will auch nicht. Ja. Ich zeig noch einmal. Mario, Mario, Mario. Was ist das denn? Oh, ich geh lieber weg. Zack, boom. Wenn wir auf der anderen Seite stehen würde, wäre es ein bisschen kritisch, finde ich. Los, Muschi, komm. Bein. Yes. Ein Arm, ein Bein oder ein Arm. Das sind eigentlich Beine, ja. Und wir können das nochmal sehr gut. Hahaha. Ist so ein Nein. Der ging ein bisschen weiter. Schade, nicht in die Bärenfalle rein. Naja, ist ja auch egal. Jetzt wissen wir. Zweiter Arm? Ja, der dritte Arm kommt.
Einmal Beinschmerzen. Komm, Muschi. Put. Ja, komm. Ja, fein. Ja, fein machst du das, ne? Ja, und jetzt kommt der... Bärenfall ist kaputt und wir verfolgen die Spinne. Gut, das war die Folge, die Spinne verfolgt. Ich hoffe, wir sehen sie nie wieder. Und weiter geht's. Kann man oben rumgehen? Vielleicht wäre sowas Gelbes, Weißes. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen gruselig aus hier. Das ist uns ja egal. Was ist das denn? Ja. Hallo? Fuck. Oh nein, wir können uns nicht bewegen. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, oh. Ja, Scheiße, scheiße, nein. Ich war das wirklich nicht. Das war nicht extra, das kann ich erklären. Das war ich wirklich nicht. Super, jetzt sehen wir aus wie ein Riesenpopel. Sind wir jetzt tot? Hey, wir leben noch! Hey! Pikachu, los! Oh, scheiße, hab meine Pokébälle nicht bei. Oh Gott. Oh Gott. Langsam. Sieht aus wie ein Riesenkondom. Kann ich mal gescheit springen? Und für uns verfolgen auf ihn. Batman! Und ich habe vergessen zu springen. Ist das nicht toll? Wenn der Junge einmal kräftig furzen würde, dann wäre das jetzt auch weg. Aber nein. Ein Stein. Kann ich ihn schieben? Ich kann ihn mit meinem Körper schieben, mit meinem Kopf. Haha! Ich hab's geschafft! Wir haben ein Problem. Es ist ein großer Baumstamm auf mir. Ist ja auch egal. Weiter geht's. Zack. So, so und so. Och nein. Sowas mag ich ja gar nicht. Da unten sind Stacheln und wenn ich da reinspringe, bin ich wahrscheinlich tot, würde ich sagen. Oh nein. Lauf nicht davon, mein Sohn. Ich bin deine Mutter. Jo, Mutti. Jetzt bin mal weg, ne? Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und, yes, wir haben ein Stück Schleim noch, beziehungsweise Netzflüssigkeit obenrum. Und weil es so schön ist und wir hier ein Hui, wie ein Superman-Kostüm haben, sag ich schon mal ciao. Bis zum nächsten Let's Play von Limbo.